Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wir sind jetzt hier in Methan Rustic City. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, dass wir hier sind. Auf jeden Fall haben wir schon unser Fahrrad. Warte mal. So, jetzt kann ich richtig spielen. Ja, auf jeden Fall haben wir schon. Ich weiß gar nicht genau, was ich im letzten Part gemacht habe. Ein kleines Problem gerade, aber wird schon schief gehen. Schauen wir hier oben mal. Ah, das sieht das Surfer aus. Ich glaube, hier können wir noch nicht weiter. Ich glaube, da liegt ein Pokéball. Supertrank wurde gefunden. Supertrank in die Itemtasche gestopft und geranzt und gepanzt und geschmanzt. Na, egal. So, fahren wir mal hier lang. Was ist denn hier? Ein Wiese. Welches Pokémon? Wir trainieren mal King MBJ. Der wird wohl ein wenig Training nicht zu verachten wissen. Und ein Flurmelmummel. Los, King MBJ, wir werden es schon schaukeln, ein wenig absuppen und ein bisschen von Pizza essen und so. Energie wurde abgesaugt und Flummel versucht einen auf und verursacht einen, okay. Dann verursacht mal einen Aufruhr. Das ist mir relativ egal, was du machst. So. Ja, das hat sehr viel gebracht. Das hat super, super viel gebracht. Dann fahren wir hier mal lang. Hier wird es ja wohl irgendwas geben. Außer Flummelmummels. So, ich speede mal ein wenig, weil ich habe eben keine Lust. Moment mal, ich gehe mal in die Sound-Einstellung. Wir sehen uns sofort wieder. So, ich hoffe jetzt, dass ihr auch wenigstens mal was hört. Das Problem lag an der Einstellung mit dem Sound. Ich hatte den Whistle Boy aus welchen Gründen auch immer stumm geschalten. Deswegen kam kein Sound. Aber ich will euch ja so viel, viel möglich vom Spiel zeigen. Und zu spielen gehört der Sound bei mir immer dazu, weil Sound ist echt episch teilweise. Schaut euch den Zelda Soundtrack zum Beispiel an. Besser geht fast nicht. Was ist da denn? Warum sind die zwei Eingänge und Ausgänge? Ich muss mich gerne die Geschwindigkeit anpassen. Absurden. Und wir haben es absurd. Okay. Was ist hier denn? Ute 116. Ich habe eine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Knocks, 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 Knocks. Zu Knocksch. Ja. Ich, hier, ich finde sie nicht. Tut mir leid. Wow. Ich finde sie nicht. Tschüss. Wir sehen uns nie wieder. Ah, oh Gott. Jetzt habe ich gerüpst. Ich wollte doch gar nicht rüpsen. Und jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf. Ich mag mich. Wiesenflur, hier waren wir doch noch nicht, oder? Moment, Karte. Was sagst du denn? Der Grund, warum jeder Wiesenflur besucht, ist das Kampfcap, das liegt auf der Hand. Oder bist du auf einem anderen Tier? Jetzt bin ich hier im Metaverse. Vielleicht war ich hier doch noch nicht. Was ich weiß, ist eben Pokémon so, hier und da. Kommen jetzt halt wieder vorbei. Logisch. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnserie. Da werde ich nun einen Auftritt im Kampfcup haben. Die Hülle neben dem Pokémon-Supermarkt ist nun eine Tonne zur anderen Seite. Das ist toll. Jetzt kommt man ganz einfach nach Metaverse City, um Devon-Waren zu kaufen. Oh, schön. Ba-da-da-da-da-da-da. Ba-da.
Wer bist du? Oh ja, ich weiß schon. Du bist die Kara. Heiko hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin Heikos Cousine. Nett, dich kennenzulernen. Ich finde, seit Heiko hier lebt, ist er viel gesünder und lebendiger geworden. Okay, dann war ich hier doch wohl schon. Dann ist das Wiesenflürchen mit den offenen Türchen. Hallo. Was meinst du, sind die Blumen nicht wunderhübsch? Ich habe sie alle selber gepflanzt. Tröd, tröd, tröd. Ja, hier sind wir schon gewesen. Eindeutig. Ich kenne meine Stimmlichen nicht getalent. Gut. Da oben. Ja, hier waren wir eindeutig. Ja, das ist malvenfroh. Da sind die Malven aber froh. Ho, ho. Okay, hier waren wir aber noch nicht. Dies ist mein Lieblings-Pokémon. Zeig mir, in meinem Leben aufregend werden kann. Ja. Dann zeigen wir Ihnen mal, was eine Tikara so an sich hat. Außer Tippen. Okay. Ach, die sind nicht vorhanden. Tut mir leid. Okay, dann absorben wir mal Sandan und ein Nachtnebel auf Urana. So, können wir ein wenig trinken. Sollten wir mal ein wenig Hacker-Hedgehogs-Geschütz ausfahren. Weil bei Sandan hat es wohl nicht so ganz gereicht. Denn also, ja, den Controller hört man nicht so ganz komplett. Weil ich habe schon gemerkt, dass sein Controller eigentlich gar nicht mal so leise ist. So, der Mega-Sauger. Ja, saugt den komplett weg. Das ist schön. Okay, und der Stauner. Ja, das hat relativ was gebracht. Ach, warum steigst du einen Spezialangriff? Das ist gar nicht mal so dolle. Das ist nicht sehr effektiv, ja, verstehe ich auch. So, Hannibal erschreckt es nochmal. Dankeschön. Und damit ist der Kampf beendet. Moment. Hast du auch genug Zeit, dir mein Programm zu schauen? Also es war mir viel zu aufregend. Gut, dann war das eher zu aufregend. Das für ein Mädchen, du. Gut. Hier. Gute 111 Malmfro. Kommst du noch aus Malmfro City? Dann steckst du bestimmt voller Energie. Ja, hier speed ich mal ein bisschen. Oder nee, ich lasse es, glaube ich, den Trainer kämpfen lassen. Und gleich wechsle ich das Pokémon, weil ich habe keine Lust, dass das jetzt so 3 Jahre dauert, bis dieser Kampf beendet wurde. Hannibal. Muss am meisten trainieren nach Knilz. So, ein Megasauger versucht das zu machen. Und ich erstaune zurück. Ich erstaune auch wieder. Igelsamen. Hannibal wurde bepflanzt. Bepflanzt. Zweimal getroffen. Und abgesaugt. Megasauger. Mann, das ist gerade echt ein bisschen nervig. Und es ist auch nervig, dass es paralysiert ist und irgendwie gerade nicht wirklich
Ah, dieser Kampf spiegelt sich ein bisschen zu lang aus, finde ich. Für meinen Geschmack ist er zu lang. Und zu nervig. Das kommt noch dazu. Und es geht schon wieder daneben. Warum geht es immer daneben? Denn das wäre Hannibal mal leider besiegen. War schön mit dir. Wir sehen uns ja eh gleich wieder, wenn ich dich beim Pokémon hinter. Geil. Schön. Schöne Scheiße. Ach, ich will es schnell haben. So, da. Ein Visionchen. Oh ja, alles gut. Es ist gleich fertig. So. Blub, tot. Kodula wurde besiegt. Alala, das ist aber heftig. Das sind ja auch meine Pokémon, nicht? Okay, gehen wir erstmal heim. Zu Beerus heim. Schließlich Hannibal. Ja, ich habe gerade kurz nicht hingeguckt, deswegen bin ich da gegen die Wand gelaufen. Ja, deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, mach das mal. Badadadadam. Komm jetzt halt wieder vorbei. Ich glaube, das ist auch der letzte Part für heute, den ich aufnehmen werde. Ja, ich habe halt viel Super Mario aufgenommen, da konnte ich nicht. Hallo? Jemand, der halb verhungert ist, wie ich es bin, der kennt kein Mitleid. Oh, Feuerspucker. Da ist vielleicht Knüls nicht die beste Wahl. Rufen wir gleich zurück. Ein wenig schneller geht, damit ich euch im Part noch ein bisschen mehr zeigen kann. Als so dumm in der Nase zu bubbeln. Aquanachien. Nachien. Das ist furchtbar effektiv. Wie kann das nur effektiv sein? Das hat nichts wegen Vorteile zu tun. Grummel. Ja gut. Kommen wir mal weiter. Elixierchen gefunden. Also da oben ist das Haus der Kämpferfamilie. Also ihr könnt da gehen die ganze Familie, aber das machen wir wann anders. Ich habe im Moment keine Lust zu. Eingang Trainerberg. Erklimm den Gipfel, heißblütiger Trainer. Tschüss. Ich habe die Familie des Stickers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Okay. Hier, dieser Felsen sieht zerbrechlich aus. Hannibal sitzt. Jetzt komm rein. Gut. Hallo. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon lieber eigentlich schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Oh, wir haben hier viele stark aussehende Trainer gesehen. Okay, Kamera, interviewen wir hier. Ja, das sind die Interviewer. Die sind so dermaßen nervig. Aber wir müssen es trotzdem machen, weil es sind Trainer und ich mag es, euch alle Trainer zu zeigen. Deswegen gucke ich immer, ob ich möglichst viele Trainer zeigen kann. Dann tut es mir leid, wenn ich einen übersehe, aber bisher habe ich glaube ich noch nicht wirklich einen übersehen in meinen ganzen Let's Plays. Und daher hoffe ich mal, dass es verzeihbar ist, wenn es denn der Fall sein sollte. Hannibal wurde verwirrt. So, das ist nicht sehr effektiv. Nein, warum ist es denn nicht sehr effektiv? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Trümmer. So. Wieltchen ist schon witsch. Oh, schade, dass ich den gut treffen können. Naja. Man kann nicht alles im Leben haben. Man muss auch mal Kompromisse eingehen. Und die Welt mit den Augen
Penis Popos sehen. Gut. Was passiert eigentlich? Ach nee. So. Und gleich ist auch schon der Part zu Ende. Nach diesem Kämpfchen. Eins, zwei, drei erhalten. Gut. Mikasauga. Das ist nicht sehr effektiv. Warum denn nicht? Kannst du schon mir das erklären, Spiel? So, jetzt aber. Bamster. Plupp. Mein Gefühl hat nicht getroffen, der Trainer ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich, wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas außergewöhnlich, als wir dich gesehen haben. Oh, ich entschuldige dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainer Interviews. Würdest du auch etwas verneinen? Nein. Oh, okay, aber gib nicht auf, wir werden dir weiter im Auge behalten. Ja, als Fan von denen hier sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.